zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch wieder ein Unboxing und zwar von der Luxury Box. Das ist jetzt die zweite Box in diesem Jahr und dürfte sozusagen die Frühlingsedition sein, denn die kommt nur viermal im Jahr und hat ein bisschen hochwertigere Produkte als die anderen Boxen. Sie ist auch ein bisschen teurer, aber ich darf natürlich wie immer eine Box an euch verlosen und ich habe auch einen Rabattcode. Also wenn das interessant für euch ist, viel Spaß mit dem Video und los geht's. Übrigens, ihr Lieben, wenn ihr keinerlei von solchen Unboxings mehr verpassen wollt, würde ich mich total freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch auch gerne einen Daumen nach oben da. Und am Ende des Videos erzähle ich euch alle Details zur Verlosung. Jetzt starten wir erstmal mit der Box. Sie kostet 49,95 € im flexiblen Abo. Und mit meinem Code Franka könnt ihr allerdings 20% sparen. Das sind 10 €. Das heißt, ihr bekommt dann diese Box für 40 €. Und der Wert soll meistens zwischen 150 und 200 € sein. Ich bin jetzt mega gespannt, was da drin ist und mache sie einfach mal auf. Ich finde dieses schwarz-weiße Design total schön. Hier steht auch drauf Edition Nummer 2. Und dann machen wir die gute Box mal auf. Wie immer habt ihr hier auch ein kleines Magazin. Da stehen alle Produkte drin, auch mit Preisen. Und ich blende euch das natürlich wie immer ein, damit ihr das nachvollziehen könnt. Und wenn ihr dann Interesse an der Box habt, schaut einfach in die Infobox. Da stehen die ganzen Details auch nochmal, auch für die Verlosung. Und dann starte ich jetzt mal mit den ersten Produkten. Und zwar liegen hier oben auf 3 Karten. Wahrscheinlich sind das so Postkarten, die man verschicken kann oder einfach so kleine Karten. Only for you, dann einmal ein Blumenstrauß und with love. Ich nutze solche Karten super gerne, um euch immer bei Verlosungen kleine Kärtchen zu schreiben. Insofern, das wird dann bei mir in die Verlosungsboxkiste quasi wandern. Aber ihr könnt das natürlich super nutzen, um einfach kleine Geschenke auch ein bisschen zu beschriften. Das finde ich immer total süß dann. Ne? Bevor wir mit dem ersten Produkt starten, wenn ihr die Box öffnet, sieht das erstmal so aus. Hier kommt sehr viel Gekrüschel, sage ich mal, obendrauf. Wenn ich das mal runter mache, könnt ihr hier einen Blick reinhaschen. Und ich zeige euch jetzt einfach einzeln ganz in Ruhe die Produkte und dann gucken wir mal, wie die Box so ist. Also, das erste, was ich hier sehe, ist von Madara Organic Make-up. Boah, diese Marke mag ich total gerne, da habe ich schon einiges von getestet. Cosmic Drops, das ist ein Buildable Highlighter. Das heißt, es werden wahrscheinlich so Highlighting Drops sein und sowas finde ich ja total genial. Also das mache ich doch jetzt mal auf direkt. Madara, ich glaube, ich habe von denen eine Nachtpflege und auch mal eine Augenpflege gehabt, die ich gut fand. Boah, das sieht ja cool aus. Hammerhart. Hier drauf steht Start Blend Top. Mal gucken, wie ich das machen soll. Also ich würde jetzt sagen, schütteln und dann einfach auftragen. Allerdings trage ich mir das jetzt erstmal nur auf dem Handrücken auf, um das für euch zu swatchen. Super, aber das ist halt eine Naturkosmetikmarke. Insofern, das finde ich schon mal schön. Und guckt mal, wie flüssiges Gold sieht das aus. Super. So, ich bin jetzt natürlich interessiert, wie lässt sich das verteilen? Wird das irgendwie, sage ich mal, so trocken oder sowas? Das mag ich nämlich überhaupt nicht. Oder lässt sich das gut auf der Fläche verteilen? Ja, das sieht erstmal gut aus. Man darf nicht zu viel nehmen, das sehe ich schon direkt. Und es riecht auch leicht kräuterig. Also es riecht nach dieser Naturkosmetik. Man muss ein bisschen aufpassen. Ich lese mir das jetzt gerade mal durch. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel genommen. Der natürlich zertifizierte flüssige und formbare Highlighter in der Farbe Naked Chromosphere liefert alles vom taufrischen Strahlen bis zum kosmischen Leuchten. Ja, das kann ich bestätigen. Also wenn ihr da zu viel auftragt, dann glänzt ihr wie eine Glanzbombe. Das kann man garantiert auch gut unter der Foundation drunter tragen. Von Experten der Naturkosmetik entwickelt, ist dieser Highlighter aus ultrafeinen Mineralien gemacht und in ein raffiniertes, luxuriöses Serum mit Hyaluronsäure und Aloe gemischt. Einfach vor oder nach der Grundierung auftragen. Gemischt in die tägliche Feuchtigkeitscreme sorgt der Highlighter für ein subtiles Sonntagsstrahlen. Gemischt mit der Grundierung für eine leuchtende Deckung. Der kostet 25 €, weil das eben Naturkosmetik ist. Und guck mal, auf dem Finger sieht es aus, als ob ich so ein Tin Man wäre. Ne? Also das ist schon hart, aber nicht schlecht. Wenn ich den jetzt richtig rubble, ja, dann kann ich den sehr schön subtil verteilen. Das gefällt mir gut. Ich habe erst gedacht, der lässt sich nicht ausblenden, aber das lässt er schon.
Ihr müsst dann einfach ein bisschen stärker rubbeln. Ich glaube, ich würde ihn mischen mit Foundation oder mit Feuchtigkeitspflege. Und wenn ihr ihn euch pur auftragen wollt, dann auf jeden Fall vielleicht mit einem Schwämmchen und wirklich wenig nehmen. Das sieht auf jeden Fall super, super schön aus. Ich probiere es mal kurz, ja, um euch das zu zeigen. Vielleicht mache ich es mal. Ich nehme mir also noch ein kleines Dröppchen. Und jetzt komme ich mal ein bisschen näher. Und ich mache wirklich nur ganz wenig. Ich nehme hier diesen. Das ist nämlich auch wasserfest, sehe ich. Also ganz kleines bisschen. Bisschen top, top, top. Ich habe schon 100.000-fach Highlighter drauf, ne? Also ich glaube, da wird man jetzt nicht mehr ganz so viel sehen. Ja, und man muss halt auch. Ja, das ist. Ich habe schon zu viel drauf. Ich glaube, bei mir gibt das jetzt wirklich nichts mehr. Auf Puder dann noch. Und ich hab so viele unterschiedliche Sachen ausprobiert. Also ich glaube, bei mir ist es jetzt wirklich heute tatsächlich mal zu viel des Guten. Deswegen lasse ich das jetzt, bevor ich mir den ganzen Look jetzt verderbe. Ich würde es halt auftragen, wenn ich noch kein Puder drauf habe, weil das ist so ein Produkt, das müsst ihr richtig ausblenden. Und das geht natürlich nicht, wenn ihr schon Puder drauf habt. Also macht es einfach vorher, dann ist es überhaupt kein Problem. Dann kann man da auch etwas länger rubbeln und dann sieht das gut aus. Könnt ihr es mit Foundation mischen. Aber on top auf Puder würde ich es tatsächlich nicht auftragen. Das habe ich jetzt gesehen. Ich habe es jetzt nur ganz vorsichtig gemacht. Ich hoffe, es stört jetzt nicht im Video. So, dann machen wir einfach mal weiter. Und zwar das zweite Produkt. Heute ist es sehr dekorative pflegelastig, würde ich sagen. Ist nämlich eine Mascara von Barbour. Die Ultimate Style and Volume Mascara. Hört sich erstmal sehr gut an. In Schwarz. So schaut die aus. Und ich zeige euch einfach mal das Bürstchen. Das ist ein ganz normales Bürstchen, kein Silikonbürstchen. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und Barbour ist ja eine ganz tolle Marke. Ich glaube, diese Mascara ist nicht schlecht. Ich glaube, ich hatte die sogar schon mal. Und die war auf jeden Fall in Ordnung. Ich glaube nur, die hat nicht so extrem viel Volumen gemacht, sondern ist eher was für den Alltag. Aber das ist ja auch durchaus okay. Dann geht's weiter. Hier eine sehr bunte Verpackung. Da bin ich mal gespannt, was das ist. B Blue Marine steht hier drauf. Ein Eau de Parfum Natural Spray. Okay, das hört sich interessant an. Ein Parfüm. Auf sowas bin ich ja super heiß, aber ich teste sowas nie auf der Haut. Ich probiere das immer erstmal auf einem Tüchlein aus, weil ich habe natürlich Angst, dass ich mir das hier alles versaue. Mal gucken, wie das riecht. Blue Marine. Könnte irgendwie meine Richtung sein. Oh ja. Oh, das ist schön frisch. Oh. Auch das ist ein toller Duft. Der ist ganz frisch, sauber. Blue Marine, der Name, der passt total gut. Floral und frisch würde ich den definieren. Ich gucke jetzt mal gerade in das Heft rein, ob da noch was Spezielles dazu steht. Die frische und lebendige Kopfnote besticht durch fruchtige Pink Grapefruit, Birne und Cassis. Kommt mir nämlich sehr gelegen, muss ich sagen. In der Herznote trifft die intensive Weiblichkeit das natürliche Provence-Rosenextrakt auf strahlende Jasminblüte und Passionsblumenakkorde. In der Basis hüllt sich die Sinnlichkeit von Zedernholz, Sandelholz und Moschus. Also ich finde, es riecht sehr, sehr lecker. Ist ein schöner Frühlingsduft, kann man nicht anders sagen. Und passend für die Handtasche kann ich auf jeden Fall benutzen. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. So, dann das nächste, was wir haben, ist von Terre de Mars. Oh, das ist cool. Von dieser Marke habe ich nämlich schon einiges. Da habe ich schon Bodylotion von und diverse Sachen. Und das hier ist ein Bodycleanser, also eine ganz normale Dusche, wenn ihr so wollt, mit Verbena, Aloe Vera und Kaffeeextrakt. Ich weiß nur, diese Marke ist extrem teuer. Die ist vegan, cruelty-free und bio quasi. Ich glaube, die war auch mal in irgendeiner natürlichen Box drin. Ich glaube, ich schau mal gerade, was das kostet. Ich kann mir vorstellen, es kostet bestimmt 20 €. Das ist mega teuer. Ja, 19 €. Das ist das aromatische, leichte Reinigungsgel Made in France, ist vegan und gänzlich frei von Parabenen und Silikon. Bioaktive Inhaltsstoffe wie Kaffee- und Rosmarinextrakt sowie Eisenkrautöl reinigen und schützen die Haut und Aloe Vera nährt. Sehr schön, ohne austrocknen. Ich hatte letztens meinen Mann mal eingecremt mit der normalen Bodylotion davon. Der fand es total angenehm auch. Und ich glaube, auch die Dusche wird ganz cool sein. Sehr gut. So, dann haben wir eine Haarkur
von Natura Ecos Restoring Hair Mask. Die hatte ich, glaube ich, schon mal. Ich weiß nicht, ich glaube sogar in der Luxury Box. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht war da auch eine andere Sorte drin. Auf jeden Fall ist das mit diesem Muru Muru. Das riecht total fantastisch. Ich habe die auch schon ausprobiert und ich habe die gerade im Wechsel mit anderen Haarpflegeprodukten in der Dusche drin, weil ich bei Haarkur ab und zu einfach mal wechsle. Und die fand ich sehr gut, muss ich sagen. Die ist vegan und auch mit natürlichen Inhaltsstoffen und die hat mir richtig gut gefallen. Die werde ich auch auf jeden Fall weiterhin benutzen. Ist ein sehr, sehr schönes Produkt. Hat die Haare gepflegt, ohne so sehr zu beschweren und fand ich super, muss ich sagen. Das nächste, was wir haben, ist von Maria Galant eine leichte Creme. Ich glaube, diese Marke wird doch sonst nur beim Kosmetika oder so verwendet, ne, oder benutzt. Und diese Creme hat hier eine Typenbezeichnung, 262, Energizing Hydrating Light Cream, leichte vitalisierende, feuchtigkeitsspendende Creme, morgens und abends auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Ja, kann man mal ausprobieren. 20 Milliliter, wird garantiert super teuer sein. Diese Marke ist extrem teuer, deswegen packen die da auch immer nur was Kleines rein. Diese Sondergrößen haben trotzdem noch einen Wert von entweder 26 Euro, wie diese hier, oder 28 Euro, weil da gibt es noch eine, die nicht leicht ist, sondern ein bisschen reichhaltiger von der Konsistenz. Aber für mich passt das eigentlich perfekt, deswegen bin ich sehr froh, die einfach mal auszutesten. Super, ist auch Anti-Aging. Ja, das teste ich gerne mal aus. Das ist so ein Feuchtigkeitsbooster und das kann einem ja eigentlich nie schaden, ne? So, und das letzte Produkt, glaube ich, weiß nicht, ist da noch was ansonsten drin? Ne, ich glaube, das war es dann. Sind hier drei Vitaminpräparate anscheinend. Ich muss mal gucken, was das ist. Was steht denn hier? Bene Garnic. Vitamin plus Omega anscheinend. Das kam so zusammen. Ich muss gerade genau gucken, was das sein soll. Okay, das sind Multivitamin-Omega-Drinks. Diese Special Edition nur für Luxury-Box-Kundin, Bene Garnic Multivitamin plus Omega, versorgt sie nachhaltig und 100% organisch mit allen essentiellen Vitaminen, Mineralien für Haut und Haare plus Lycopin für den inneren Glow. Dieses Lycopin, das ist der Stoff aus den Tomaten, allerdings ist der nur gut vorhanden in gekochten Tomaten. Coenzym Q10 und essentiellen Omega-3-Fettsäuren. Dann bekommt man auch noch 20% Rabatt und diese drei Drinks, je 30 Milliliter, haben einen Wert von 31,80 Euro. Das heißt, ein Drink hat einen Wert von 10 Euro. Das ist echt hart. Okay. Ich glaube, ich mache das mal hier ab und guck mir das mal an, wie das funktionieren soll. So sehen die aus. Da sind drei Stück drin. Wie mache ich das jetzt auf? Oh, das ist jetzt so die Frage, wie das funktionieren soll. Vielleicht trinke ich das mal direkt für euch, um euch mal zu zeigen, wie das funktioniert. Also man muss das hier abmachen, dann... Ah, okay. Man hat hier drei... Okay, jetzt sehe ich das. Ich dachte mir schon, was raschelt da denn so? Man hat hier also ein paar Kapseln. Ich glaube, ich lese mir das erstmal durch, bevor ich das nehme. Nicht, dass ich... ich nehme nämlich genug Nahrungsergänzung auch. Nicht, dass ich dann zu viel nehme an dem heutigen Tag. Deswegen gucke ich mir das erstmal an. Und ich habe heute auch schon was genommen. Hier sind zwei Kapseln drin. Und eine... also zwei Kapseln in dieser Art und eine dunkle. Und hier ist quasi ein Säftchen drin, wenn ihr so wollt. Also ich nehme mal an, dass da einfach diese dunkle, so eine Omega-3-Kapsel ist und diese hier irgendwie etwas anderes. Ich bin gespannt und hier unten drin habt ihr halt noch das Getränk. Finde ich super interessant, weil ich nehme sehr, sehr gerne Nahrungsergänzung. Das muss aber natürlich jeder für sich selber wissen und ich will das nicht bewerben, weil das muss man wirklich selbst wissen, was man da nimmt. Ich nehme allerdings schon einiges und zwar auch schon über einen ganz langen Zeitraum und mir bekommt das sehr gut, gerade so Vitamin C und D und tralala und hopsasa. Insofern freue ich mich darüber und werde das gerne austesten. Jetzt sehe ich hier gerade bei der Mascara könnte auch eine Extra Curl and Volume Mascara dabei sein und ich habe eben hier diese Volumenmascara dabei. Also das war's von den Produkten. Die sind alle sehr hochwertig, deswegen haben wir gar nicht so viele.
aber dafür viele hochwertige. Ich fasse es einfach nochmal kurz zusammen. Wir haben einmal diese Cosmic Drops, das sind so Highlighter Drops, die sind super interessant. Ihr seht ja, die machen wirklich einen richtig schönen Glow. Ich würde sie mir, glaube ich, mit Foundation mischen, wenn da noch Hyaluronsäure drin ist, und so finde ich das richtig gut. Dann haben wir diese Haarmaske. Alleine diese beiden Produkte zusammen haben schon einen Wert von 50 Euro. Dann das Duschgel, auch nochmal so um die 20 Euro, sind wir schon bei 70. Dann haben wir die Mascara, die kostet auch 25, sind wir schon bei 95. Diese Creme von Maria Galant war ja auch schon 26, das heißt, da sind wir schon bei 120. Und diese Kapseln dann, beziehungsweise diese Vitamingeschichte, über 30 Euro. Also kommen da auf grob über 150 Euro, würde ich jetzt mal sagen. Ich blende euch den genauen Wert natürlich hier auch nochmal ein. Diese Karten am Anfang, die haben auch noch einen gewissen Wert wahrscheinlich. Und ja, ich finde das nicht schlecht. Ich werde das gerne alles mal austesten. Das sind halt Sachen, die man auch aufbrauchen kann. Das finde ich ziemlich praktisch. Und ja, deswegen freue ich mich. Und wenn ihr die Box auch euch kaufen wollt, schaut einfach in die Infobox. Wie gesagt, mit meinem Code Franka könnt ihr die Box für 40 Euro quasi bekommen, weil ihr könnt dann nämlich 10 Euro sparen. Und wenn ihr sie gewinnen wollt, müsst ihr nichts weiter tun, außer natürlich Abonnent von meinem Kanal sein, dem Video bei Gefallen einen Daumen nach oben geben, mir einen lieben Kommentar hinterlassen, dass ihr gerne teilnehmen wollt, und schon wandert ihr in den Lostopf. Also ihr Süßen, ich drücke euch die Däumchen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann, ciao!